Im Namen Allahs, Alabamas, Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allahs. Liebe Geschwister im Islam, kommen wir zum Hadith der Woche Nummer 7, sehen wir, glaube ich, jetzt mittlerweile, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall, wir werden den nächsten Hadith der Woche jetzt heute zitieren. Und der lautet: Uthman ibn Affan radiallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer auch immer die kleine Waschung gründlich verrichtet, kleine Waschung ist damit Al-Wudu oder Abdest, wie man das kennt, wer auch immer die kleine Waschung gründlich verrichtet, dessen Sünden werden sich von seinem Körper lösen, bis sie unter den Nägeln heraustreten. Hadith bei Muslim. Ja, ich wiederhole mal nochmal den Hadith, weil hier geht es um eine Angelegenheit, die wir ständig machen. Im Endeffekt 5-mal am Tag mindestens. Falls man sein Wudu nicht hält und damit ein oder zwei Gebete verrichtet. Uthman ibn Affan berichtete, radiallahu anhu, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer auch immer die kleine Waschung gründlich verrichtet, dessen Sünden werden sich von seinem Körper lösen, bis sie unter den Nägeln heraustreten. Al-Hadith bei Sahih al-Muslim, ein sehr schöner Hadith, geht sich um, wie gesagt, Al-Wudu oder Abdest. Und man sieht, liebe Geschwister, wie wichtig gewisse Taten sind, auch wenn wir es manchmal vergessen. Und man macht dann seine Waschung fürs Gebet, ohne darüber nachzudenken, dass man gerade seine Sünden verliert. Ich hoffe, der Hadith bringt Nutzen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Sünden vergeben. Mubarakallahu fikum. Bis nächste Woche mit dem neuen Hadith der Woche. Assalamu alaikum wa rahmatullah.